Hallo liebe Waagegeborene, schön, dass ihr dabei seid bei einem neuen Orakel. Wir blicken heute zusammen in das Jahr 2024. Wir starten mit einer Grundüberschrift aus dem Musen-Tarot, gehen nachher weiter mit dem kleinen Kreuz, mit den Zigeunerkarten und dem Crowley-Tarot. Zu guter Letzt gibt es einen kleinen Einblick ins Symbolon-Orakel. Wie immer könnt ihr auch sehr gerne die Legung zusätzlich zu eurem Aszendenten anschauen. Sollten Personenkarten vorkommen, bitte spürt immer mit, die Rollen können vertauscht sein. Danke für eure Likes, Abos und Kommentare. Helft mir auf meinem Kanal zu wachsen. Und alle, die gerne eine private Legung von mir haben, ihr findet die Infos unterhalb des Videos in der Box für Kontakte und so weiter. Los geht's, liebe Waagegeborene, mit eurer Grundüberschrift. Wir haben hier den Barsche der Stimme. Ja? Das ist der Prinz der Schwerter. Hier kann es um eine jüngere männliche Person gehen im Luftzeichen, auch ihr seid Luftzeichen, Waage, Wassermann, Zwillinge. Auf alle Fälle geht es hier um Kommunikation und hier ein paar Schlüsselwörter für euch. Kuriose und intelligente Dinge, rastlose Energie, Wissensdurst, Lernen, Nachdenken, das Schülerdasein, das Bedürfnis, Daten und Worte in Einklang zu bringen. Ein sehr tolles Thema, denn wenn Worte und Daten in Einklang sind, dann seid ihr sehr authentisch unterwegs. Und hier haben wir natürlich auch das Thema der Weiterbildung im Raum. Ja? Was interessiert euch schon lange so brennend und was möchtet ihr gerne Neues dazulernen, auf welche Art auch immer? Ja? Los geht's mit dem kleinen Kreuz für die Waagegeborenen für 2024. Also, es geht um das große Geld. Finanzielles Thema ist hier sehr wichtig. Vielleicht habt ihr auch vor, neue finanzielle Projekte in der Welt umzusetzen. Ja? Hier geht es absolut um Existenz. Wie geht ihr mit Geld um? Wie steht ihr zum Thema Geld? Ja? Beobachtet mal, wie ihr über Geld denkt. Worum geht es nicht? Um die Treue. Hier kann es sein, dass es nicht mehr um bestimmte Freundschaften geht und ihr habt hier die Aufgabe zu lernen, was es heißt, treu und loyal zu sein. Ja? Vielleicht geht es hier auch um finanziellen Betrug, von welcher Seite auch immer. Was bringt es denn auf den Punkt? Der Feind. Ja? Also es kann auch euer Verhalten und Umgang mit dem Geld widerspiegeln. Es kann auch um andere Menschen gehen in eurem Umfeld, die euch dieses Thema aufzeigen. Ja? Wohin führt denn das Ganze? Zum Brief. Hier geht es um wichtige Kommunikation, um wichtige Verträge, Dokumente möglicherweise. In der Partnerschaft geht es hier ums Thema Sicherheit in der Liebe. Was bedeutet denn für euch Sicherheit in der Liebe? Da ist es sehr wichtig, sich selber immer besser kennenzulernen im Leben selbst. Ja? Denn dann seid ihr anders in euch verankert und könnt eurem Gegenüber in einer gänzlich anderen Qualität begegnen. Vielleicht ist das Thema der Finanz auch in der Partnerschaft ein sehr heikles Thema. Ja? Und wir haben unter dem Deck die Witwe. Die Witwe, die steht für eine Frau. Die Witwe steht hier für eine Frau, die sich vielleicht trennen möchte. Vielleicht gab es eine Trennung bereits in der Vergangenheit. Es kann um ein Erbe gehen, denn die Witwe kann auch für eine Mutterfigur stehen. Ja? Auf alle Fälle geht es um eine weibliche Person. Oder ihr seid diejenigen, die hier in einem wichtigen Entwicklungsschritt sind. Ja? Also, auch wenn ihr als weibliche Zuschauer da seid, kann es einmal um euch selber gehen oder um eine Frau in eurem Umfeld. Die Witwe, wie gesagt, kann für eine konkrete Witwe stehen, eine Mutterfigur, eine Mentorin oder eine Frau, die vielleicht etwas älter
ist als ihr, muss aber nicht so sein. Sie blickt in die Vergangenheit, also müsstet ihr sie bereits kennen oder die Themen waren in der Vergangenheit bereits wichtig. Ja? Hier soll ich auch das Thema der Existenzangst in den Raum stellen. Ja? Wir suchen uns jetzt die Klärungskarten passend dazu aus. Beim Geld zeigt sich der Eremit. Der Eremit kann für Jungfrau Geborene stehen, die damit in Zusammenhang stehen. Ansonsten geht es beim Eremiten sehr stark darum, dass ihr euer inneres Licht findet, dass ihr eure inneren Schatten in Licht wandelt. Hier bellen die Höllenhunde. Die Höllenhunde haben sehr viel mit Schatten in euch zu tun. Hier kann es auch ständig um Rückzüge gehen. Vielleicht habt ihr einmal Geld ja, vielleicht habt ihr einmal Geld nein. Oder es geht hier um bestimmte Personen, die euch vielleicht Geld schulden, die sich nicht mehr zeigen. Das kommt mir sehr stark in den Sinn. Worum geht es denn nicht um die Königin der Münzen? Ja, die würde jetzt perfekterweise für die Fülle stehen. Möglicher Hinweis auf eine weibliche Person im Erdzeichen Stier, Steinbock, Jungfrau oder ihr seid Aszendent in diesem Zeichen. Wir haben hier zweimal eine Frau abgebildet, ja. Die Königin der Münzen ist normalerweise überhaupt nicht bereit, in die Dürrezeiten der Wüste zurückzukehren, weil sie die Fülle anpeilt. Aber dadurch, dass es hier auf der Position liegt, darum geht es nicht. Ja, wie seid ihr denn zum Thema Fülle und Wohlstand eingestellt? Ja, oder diese Frau oder diese Freundin, was auch immer die ist. Ja. Auf den Punkt bringt es das Ass der Münzen und der Feind. Das Ass der Münzen spricht für einen tollen Erfolg. Ja? Einen Erfolg, der im Inneren gewachsen ist und sich im Äußeren zeigt. Gekoppelt mit dem Feind geht es hier jetzt entweder um eine andere Person, die den Erfolg einheimst. Oder es geht darum, wie ihr zum Thema Erfolg und den Münzen steht. Hier kann es auch darum gehen, dass ihr ein Angebot dargereicht bekommt von einem Feind. Nehmt ihr das an? Ja oder nein? Das Ganze führt zu den Sechser Schwertern. Nochmal eine starke Wissenskarte, wie bereits die Überschrift gesagt hat. Vielleicht wollt ihr euch neues Wissen aneignen. Hier geht es um sehr klare und intelligente Kommunikation. Das wird für euch in diesem Jahr sehr, sehr wichtig werden. Viele deuten das auch als die Energie vom Christusbewusstsein. Ja? Und dadurch, dass wir hier den Brief haben, kann es auch sein, dass hier wichtige Verhandlungen ablaufen in diesem Jahr. Wichtige Verhandlungsgespräche. Unter dem Deck haben wir das weibliche Pendant zum Prinz der Schwerter. Hier haben wir die Prinzessin der Schwerter. Es geht um kreative Lösungen, kreative Kommunikation, kreative Projekte. Vielleicht habt ihr es mit jungen Menschen zu tun, hier eine jüngere männliche Person, hier eine jüngere weibliche Person, kann für Kinder stehen oder Menschen aus eurem Umfeld, muss nicht so sein. Ja, wie gesagt, hier haben wir auch nochmal die Schwerter, Wassermann, Zwilling, Waage. Könnte auch noch ein versteckter Hinweis im Raum sein. Wie versprochen gehen wir jetzt noch ins Symbolon-Orakel. Ein weiterer Tipp, den ich gerade reinbekommen habe, zieht euch auch selbst vielleicht immer wieder mal zurück, wie ihr neue finanzielle Ideen schöpfen könnt, neue Wege vielleicht auch beschreiten könnt. Hier wollten auch zwei raus. So. Euer blinder Fleck lautet die Marionette, so wie es bei den, was habe ich vorhin gemacht? Bei den Fischen gefallen ist. Ja? Auch die Fische hatten dieses Thema. Hier geht es um Fremdbestimmung. Hier hängt ihr an fremden Fäden, möglicherweise an feindlichen Fäden. Ja, das behagt euch nicht. Ihr hängt hier an falschen Bildern und Vorstellungen.
Auch das gilt es hier anzuschauen. Und hier geht es häufig auch um eine Essstörung, ja, bei wem die auch immer vorkommt. Auf eurem Weg haben wir die Partnerschaft und die Paranoia. Gekoppelt würde ich das sofort deuten, dass hier jemand Angst vor Verbindlichkeit hat, dass hier jemand Angst vor Nähe hat, dass hier jemand dem anderen nicht in die Augen schauen kann. Das kann partnerschaftlich sein, aber auch in jeder anderen Verbindung, meine Lieben. Und wohin führt denn das? Zur Erlösung vom Thema vom Rattenfänger von Hameln. Ja? Ihr werdet hier sehr stark aus Manipulation aussteigen, wer hier auch immer der Manipulator ist. Ja? Wenn ihr jetzt sofort denkt, ich sicher nicht, dann fasst euch bitte hier selbst an die Nase. Ihr werdet hier nicht mehr falschen Bildern nachlaufen, zum Beispiel Werbung. Ihr werdet hier nicht mehr den falschen Menschen nachlaufen. Oder wenn ihr der Manipulator seid, dann werden es die anderen nicht mehr tun. Wozu ist das Ganze gut, dass ihr euch vom Sessel erhebt, aufsteht und etwas macht? Eine Veränderung, wie die auch immer aussieht für euch. Mit diesen Impulsen wünsche ich euch eine kraftvolle Entwicklung. Ihr habt hier skorpionische Herausforderungen liegen. Ja? Und danke für euer Dabeisein. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal mit euch. Bye, bye.